Welche Bereiche sind damit am idealsten zu massieren? Du hattest ja schon Rückenbereich gesagt, du hattest Oberschenkel Also, gesagt gehabt. ja, eigentlich alle Bereiche bis auf die Arme. Ne? Also, bietet also Rücken, Rücken, also alles, was eine Breite hat. Ne? Natürlich kommt es auch auf die Personen, die man massiert. Wenn ich natürlich im Hotel dann Personen massiere, die nur so breit sind wie ein Stixi, habe ich tatsächlich sehr oft, dass ich dann Gäste vor mir habe, der Rücken ist so breit wie meine zwei Arme. Da tue ich mich auch schwer. Ich meine, der Unterarmgriff ist wirklich am besten geeignet für, sag ich jetzt mal, normal gebaute Gebaute, Menschen ja. oder auch kräftigere Menschen, wo ich wirklich sehr viel Fläche zu bearbeiten habe. Bei denen kommt es einfach, sag ich mal, am besten an, weil man braucht ja schon ein gewisses Minimum an Fläche, um wirklich den nötigen Effekt, den ich erreichen möchte, zu erreichen. Aber trotzdem kann man den Unterarm machen. Auch bei kleineren Personen, da muss man halt nur mit mehr schauen, wie ist der Körperbau. Der ist ja eh bei jedem Menschen anders. Ne? Kann man machen. Also den Rücken kann man machen, die Beine kann man machen, sowohl die Waden. Nur da muss man ein bisschen mehr aufpassen, nicht zu viel Druck zu geben, weil die sind dann meistens verspannter als der Rest. Oberschenkel kann man dann mehr Druck geben. Ne? So mache ich zum Beispiel. Wade etwas weniger Druck, da komme ich zu den Unterschenkeln und dann kann ich natürlich mit mehr Druck reingehen. An den Armen bringt es halt nichts, mit Unterarm zu arbeiten, weil ich habe da einfach keine Fläche. Klar. Ne? Man sieht es ja, Was will man da machen, so nach dem Motto, genau. ne? Sowieso Arme, auch bei der Massage, wenn ich Ganzkörpermassage im Hotel durchführe, da mache ich auch nicht viele, viele Griffe oder irgendwas. Da werden von mir ganz normale Ausstreichungen gemacht. Am Ende noch, was man gut machen kann, natürlich die Handfläche mit den Fingerknöcheln kann man gut massieren. Das geht auch noch. Bringt auch wieder ein bisschen den Kreislauf in Schwung. Gerade so kurz vor Ende der Massage ist das natürlich sehr gut, wenn der Kreislauf wieder ein bisschen angeregt wird, damit die Gäste beim Aufstehen kein Problem haben, gerade bei den weiblichen Personen. Genau. Aber Unterarm, Rücken, Beine eignen sich da sehr gut dafür.